Das Thema wird zum heißen Eisen und es wird die Politik in der Freien und Hansestadt stärker beschäftigen, als es der regierenden SPD lieb ist. 13. Hamburg, 4. Juli 2016. Mein erster Arbeitstag beim ARD-Magazin Panorama beginnt mit einer kleinen Überraschung. Hier beim Norddeutschen Rundfunk, Teil der öffentlich-rechtlichen Sender, die nach Ansicht mancher rechtsradikaler Schreihälse die Gebühren nur so verprassen, sitzen die Mitarbeiter in Zweier- und Dreierzimmern. Beim Stern hatte jeder in unserem Team ein Einzelzimmer. Ich teile mir ein Büro mit Christian Salewski, einem vergleichsweise jungen Kollegen von Mitte 30. Er hatte sich mal bei mir für einen Job im Investigativteam des Stern beworben. Nun sind wir Kollegen auf Augenhöhe. »Was hier gesprochen wird, bleibt in diesem Zimmer«, sage ich. »What happened in Vegas stays in Vegas«, antwortet Christian. »Ich habe keine Zimmerpflanze, ziehe aber ein altes Plakat aus dem Umzugskarton und pinne es an die Wand hinter mir. Cum-Ex-Trade, Transaktionschoreografie bis 2012« steht darauf. Auf einer farbigen Grafik wird der Ablauf eines Cum-Ex-Deals dargestellt. »Was ist das?«, will Christian wissen. Ich erkläre es ihm kurz. Kurz vor meinem Wechsel zu Panorama habe ich von einer langjährigen Quelle einen USB-Stick mit Ermittlungsunterlagen der Staatsanwaltschaften in Frankfurt und Köln zum Cum-Ex erhalten und ihn erstmal zur Seite gelegt. Ich befasse mich seit Monaten mit Korruption in der Onkologie. Erste Beiträge sind bereits erschienen, im Stern, in Kooperation mit Panorama. Für mich persönlich hat sich aus der Recherche heraus der Wechsel zu Panorama ergeben. Nun arbeite ich mit Hochdruck an einer Folgegeschichte. Zeit, mich wieder um Cum-Ex zu kümmern, habe ich gerade keine. Ich frage Christian Salewski, ob er sich den USB-Stick einmal anschauen will. Ich halte den USB-Stick hoch. Vertrauen gegen Vertrauen. Er lacht. Ich werfe den Stick quer über den Schreibtisch. Christian steckt ihn in den Rechner und öffnet die ersten Dateien. Wonach soll ich suchen? Nach einer Story.